Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Okay. So, wir schauen jetzt mal. Wir haben ein paar Dinos besiegt und einen Typen. Also einen Menschen. War der erste? Nein, ich glaube nicht der, oder? Na doch, nee, Ureinwohner hatten wir besiegt. Aber hatten schon lange keinen Menschen mehr bekämpft. Okay. Keine Ahnung, was er da oben gemacht hat, aber schön. Bringt uns aber, glaube ich, gar nichts her. Passieren kann nicht gehen. Hinten ist was. Gibt es irgendwas Sinnvolles, was ich machen kann? Ne, cool. Super. Springen wir hier mal drüber, aber ich glaube, es ist auch nur das Einsammeln von. Es fühlt sich so verbuggt an, ne? Fackeln. Haben wir ja keine. Ups. Naja, gut. Schön. Genial. So, da geht's hoch. Kannst dich aber nirgendwo festhangeln. Deswegen. Ich sehe einfach nichts. Hier komme ich passieren. Interessant. Ich mich hier fallen lassen. Kam zumindest kein Feind. Den hatten wir schon gelootet. Haben wir hier noch irgendwas? Bin eben mal gespannt, ob jetzt noch Dinos kommen oder irgendwas. Wird jetzt ohne Medikit das Level schaffen. Und mit 100 mal 9 an, versteht sich. Warum nicht da hinten Dino? Ach, den hatten wir schon gegrillt oder was? Kann ich da vielleicht hangen? Fühlt sich irgendwie relativ viel buggy an hier. Soll ich hier, warte, gucken wir hier noch hin und dann ist komplett. Was ist denn hier los? Aufnahme spinnt schon wieder. Aber sollte nicht merklich sein. Okay. Okay. Könnten wir es uns versuchen. Heraufkommen werde ich nicht. Zumindest nicht von hier. Okay. Hier waren wir noch nicht. Der dicken Dino. Ja, mega. Na, ihr? Soll ich mitfressen? Hey. Voll unfair. Okay. Ach so, ist okay, oder was? Wenn ich euch hier oben renne und alles. Ah.
studieren die Tiere mal. Interessant, okay. So. Das schafft Zufriedenheit. Schön. Und der sieht aber, der sieht, naja, der schläft. Na gut. Nehmen wir trotzdem hier mal mit. Warum gibt es hier so viele Fackeln? Was soll man sagen? Wird dunkel. Level wird dunkel. Mhm. Mhm. Ja, okay. Ja, fangen wir jemand mal an. Das war mal ein Kopfsprung. Warum? Sollte ich die vielleicht da liegen lassen, um zu sehen, na okay, da war ich noch nicht. Und da kommen wir. Okay. Was ist das? Ich hab was gehört, das hat sich böse angehört. Erstmal leise ranpirschen. Ja, okay. Geil, die haben wieder einen T-Rex mit eingebaut. Die habe ich gespeichert. Warum? Nee, okay, gut. So, das war das. Oha, ey. Ich lasse die Fackeln mal liegen. Oha. Das wird ja mal richtig lustig. Der hat mich nicht weggeschreddert oder so, der hat mich einfach nur... muss ich vielleicht da oben Fackeln einwerfen? Aber wie kann ich Fackeln werfen? Oh, nee. Speichern. Welche Waffe nehmen wir uns zur Hand? Weiß nicht, ich probier's mal weiter mit der. Ist ruhig. Super ruhig. Alles. Alles klar.
eigentlich hin? Ja, mein Abwehrmechanismus gesehen. Gerade hochspringen, das ist es. In den meisten Fällen. So, auch wenn der nachts irgendwie überfallen würde, springt hoch. Bei Össu, ne, wie ist das Wetter? Ich merke, die Pistole ist eine Waffe. Ja, da ist relativ lang in T-Rex umzubringen. Össu. Dass der so lange lebt. Muss ich den irgendwo einsperren oder so? Ja, müsste dann langsamer umfangen. Er sucht mich, richtig? Kann natürlich jetzt meine Waffe wechseln, einfach nur aus Interesse. Nichts zum, oder? Ah, wie sieht's aus mit einer MP5? Ich komme da mal wieder rum. Ne, jetzt hat er keinen Bock mehr. Passierende Dinge, ey. Warum, Kollege? Warum nicht so? So, und daraus jetzt ein Döner. Okay. Spektakulär. Aber ich habe im ersten Teil auch so, dass das eigentlich immer nur gepackt ist. So, okay. Hat er noch Eier gelegt oder irgendwas? Ah. Er hat den Wasserbacken nicht gefunden. Schade für ihn. Gut für mich. Natürlich zwei Gegner. Haben wir überhaupt her, einer von links? Ja, wir haben Schlüssel, was steht drauf? Commander Bishop Schlüssel. Komm. Cool. Gar nicht. Vielleicht wirklich dahin. Warte mal, war dahinter war nichts mehr. Ne. Okay, okay. So surreal. Gehst du durch Öde, damit ein toter T-Rex. Rest war ja das realistisch, aber ne? Schon merkwürdig. Okay, hier ist offen. Nehmen wir das mit. Ah, okay. Speichern.
Bitte kein Zeitdings irgendwie. Wo ist mein Quad? Ist der hier jetzt auch offen sein? Ja, sehr schön. Hat sich angehört, als wäre irgendwas. Was hat sich jetzt getan? Irgendwas hat sich geöffnet. Tja, was? Das bin nicht ich. Das war ich. Ja, okay. Ja, meine Angst vor Wasser, sag ich das. Machen. Da hinten hat sich was geöffnet, würde ich sagen. Hier ist immer noch nichts. Ne, okay. Geht's hier wirklich mal nach links? Ist das offen? Sehr gut. Mal flüssig, mal Fackeln benutzen. Eieieiei. Bestimmt Dinos. Da liegt schon wieder eine. Naja. Aber hier sind wir sehr gut durchgekommen. Ach nee, wieder zurück, ne? Was bringt mir das? Was bringt mir das? Wo habe ich den Schlüssel denn gebraucht? Verwundert mich gerade. Dann klar, ich kann hier wieder hochspringen. Ist es das? Wir haben einen Schlüssel. Warten wir ein Tor. Von wo kamen wir? Irgendwo von hier. Von da hinten? Ganz mal ehrlich. Nee, oder was?
Ja, von hier kamen wir. So, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel. Genau, es gab hier viele Wege, ne, wenn ich mich recht entsinne. Genau, okay, perfekt. Schlüssel haben wir. Ich glaube, in die Richtung müssen wir. Okay. Den hier niedergestreckt oder was? Ist das da schon wieder dunkel? Da muss man irgendwie ran. Vorne. Hier oben bestimmt. Okay. Ich glaube, ich komme von hier und gehe dann einfach mal rüber. Okay. Ist nicht betretbar irgendwie, ne? Was ist denn das für ein Geräusch? Oh, cool. Bin ich mal sehr gespannt, was hier passiert. Vielleicht muss ich ein Stück weiter nach rechts. Vielleicht von hier. Schade, ey. Da oben rauf. Und dann von da unten kommen wir bestimmt. Ist da irgendwas? Das war jetzt wirklich zu dunkel, um irgendwas zu sehen. Automatisch genommen hier von. Okay. Bin äußerst verwirrt. Sorry. Voll auf die Bühne geschmissen, aber ich glaube, das stört den gar nicht mehr so. Das Ding. Sehr gut. Mit Erste Hilfe kommen wir gerade gut klar. So, okay, da ist ein Schalter, den habe ich gesehen. Drück mal den nochmal, ne? Ist der noch irgendwas? Ne. Da ist auch ein Schalter. Fangen wir mal an.
Ist hier irgendwas? Nee, ne? Nee. Ist das Tor zu? Das Tor zu. Ist dieselben Feuer, Felder wie beim Feuer, was rauskam. Das eine Mal. Na, das war aber nicht anders. Ich will nicht erzählen, dass das jetzt bloß um die Munitionsdinger ging. Ach, okay. Na dann. Schön. Ehrlich. 95. Jawohl, jawohl, vielleicht ist hier irgendwas. Ah, okay, verstehe. Hier auf dem Boden liegt erstmal nichts. Ne, schade. Ja? Ne. Ich höre was. Alter. Einer schießt auf mich. Ah, verstehe. Ich dachte, er schießt auf den Typen, aber. Schießt auf den Typen. Nicht auf das Tier. Typen. Jetzt, glaube ich. Schießt der Mann. Oh, mal gespannt, wer den erlebt. Schade. Sorry. Weiß nicht, ob ich zurück kann oder muss. Juckt sich einfach gar nicht um mich, finde ich irgendwie gut. Passieren Dinge. Weiß ich einfach nicht. So, kann ich jetzt hier hoch oder was? Oder wie oder wo? Na, hier runter höchstens. Na gut. Okay. Und der nächste? Das war nicht. Was ist denn das? Ein Flugzeug? Aha. Wo ist der Typi? Er lag im Diner? Aufgefuttert oder was? Da ist er wieder aufgestanden. Ja, ich will gucken, ob da Munition oder irgendwas bei hat. Schade. Hier liegt aber doch da. Nee. Ist ja so gern, was ich gerade aufgenommen habe.
Vielleicht ein Raketenwerfer nochmal. Sehr merkwürdig. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr am nächsten Part. Wenn es gefallen hat, super, super gern Daumen nach oben. Euch einen wunderschönen Abend und bis in 3 Tagen.